Herzlich willkommen zurück bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wir haben hier gerade, naja, sagen wir, sind wir im Laden eingestiegen, uns ein bisschen umgeschaut hier. Das Rätsel gelöst, was wir hier machen müssen. Und ja, gehen wir mal, würde ich sagen, weiter. Los geht's! Schrei nicht so! Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Jagdstatue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Papierkorb. In Mülleimern finden die Detektive doch immer ganz viel Wichtiges. Schau doch mal nach, Berndi. Na klar, immer ich. Hast auch ein Scheißegebiet, du kannst doch darin... Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Papier. Ein Desaster. Was hast du denn gefunden? Ah, ein Anspitzer. Da können wir uns auch einen Bleistift nehmen. Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Oder einen Malkurs. Oder jemanden pieksen. Man und kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Wird gespitzt und jetzt... Ah, Jack Fritz hat tatsächlich Jack-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aha. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Verdammt! Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jack Fritz was schreibt. Das ist total möglich, aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Das ist raus Motorrad. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Wo kriegen wir Plutonium her? Soll ich mal kurz Nordkorea anrufen? Ein goldener Bikini aus gehobeltem Jackhorn, wie ihn Jack Fritz auf den Postern trägt. Ich finde, es verdeckt nicht seine Problemzone. Eigentlich verdeckt es zu wenig. Viel. Zu wenig. Gehen wir mit dem goldenen... Was ist so Bikini hier? Bernd? Seltsam. Ein Kopf mit drei Augen. Eine Neuzüchtung? Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. War die neue Jack Fashion Frühjahrs. Ja, hier, voll. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Sexy, sexy, jawohl. Demnächst in Paris. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da waren wir schon. Die haben wir auch schon gesehen. Schön, dass Jack Fritz sein eigenes Model ist. Ja. Ein Statement gegen die Modelbranche, in der nur Jugendliche krankhafte Schlankheit und Künstlichkeit zählen. Trotzdem, ich geht. Ach, ich weiß nicht, Bernd. Ich finde es eher faszinierend. Wenn du das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Offenbar die neue Jack Fritz. Das kennen wir. Kann nicht mit dem... Wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Wo zum Geier soll ich bitte schön Plutonium herkriegen? Geben wir raus hier wieder. Komm. Plutonium. So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Wo finde ich Plutonium? Ah, ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, das ist mein Motorroller. Hey, Freund mit komischer Verkleidung, ich hätte gerne meinen Ring zurück. Hey, Bewohner von Langolien, der eine seltsame Affinität zu Nutztieren hat. Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Natürlich! Oh, vielen Dank. Jetzt will ich aber auch... Red mal mit dem. Hey,
Das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Haha. Fluxkompensator. Schaufel. Fluxkompensator. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Versuch was wert. Stellst du die Frage her? Plutonium. Mal ganz ehrlich. Wo zum Geist soll ich Plutonium herkriegen? Das ist eine Toilette, das ist der Fallschirm. Strohballen kann ich nur eingreifen. Nee. Halber Bleistift? Hallo? Ey, es war ein Versuch wert. Nee. Da komme ich nicht drauf. Diesmal sind mal. Aber jetzt kannst du zur Tür gehen. So. Plutonium. Jagdstatue. Gong. Bücher. Moby Jack. Die Jacks von der Ta. Das hat man schon. Eine Flasche mit Korken. Lebt da noch was drin? Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Ha. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Da. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Da. Das funktioniert so nicht. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium. What the fuck? Wo soll ich Plutonium herkriegen? Ja, nimm die Ziegel. Das hast du nicht gerade. Hallo? Das funktioniert. Das hast. Hallo? Das hast. Hallo? Das funktioniert so. Okay, Plutonium eher. Mülleimer. Oh. Ein Ratgeber mit Namen in 10 Tagen zur Bikini-Figur hat bei Jack Fritz offenbar nicht geholfen. Warum? Lass ich lieber im Mülleimer. Wo krieg ich Plutonium her? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lasst uns mal kurz überlegen, wo könnte man Plutonium finden? Haben wir das schon mal gefunden? Nee, gell? Nee, haben wir nicht. Mist. Plutonium. Telefon. Da warten wir auch schon. Hey, bist du nicht Chili? Das beste Stuntschaf, das es gibt? Ja, wie hast du mich erkannt? Ich bin du. Ach so, mir wird schwindelig. Das glaube ich dir sogar auf Anhieb. Eine leere Note.
Sind in der Trailer noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Nochmal rausgehen. Habe ich irgendwas übersehen? Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Kommen wir mal auf hier. Ob hier auch die noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeiten. Das nervt mich gerade ein bisschen hier, dass ich jetzt nicht weiter. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Das wäre viel zu einfach, Bernie. Das wäre viel zu einfach. Red mit mir. Der traurigste Bewohner Langoliens. Wenn ich ihm den Ring zurückgebe, ob er dann glücklicher wird. Dumme Frage. Er wird ja heiraten. Haha. Nee. Nee, nicht haha. Das ist was Schönes. Sollte es zumindest sein. Sagt man sich. Ja. Meint man. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fallschirm, Toilette. Ist da was drinne? Alles um anklicken. Was riecht muffig, nass und nach Jack? Bewegt sich aber nicht. Richtig. Ein Jackteppich. Lebt da noch was drin? Langsam wird's ein bisschen blöd, wenn ich nicht weiß, wo ich Plutonium herkriegen soll. Liegt ja auch in jeder Ecke. Das hat man schon. Mobby Jack. Die Jacks von der Tafelrunde. Das ist auch so eine Tafelrunde. Hält man das vorher irgendwie? Ein blickdichter Vorhang. Hübsche Farbe. Wie Fluxkompensator. Aber wie kommen wir da wieder zurück? Sollte das so sein? Das ist so eine Frage für sich jetzt. Wisst was, ich entwürfe mich jetzt mal ganz kurz, bis nachher, wir sehen uns gleich. Da bin ich wieder, so, ich habe kurz reingelesen, Lichtschalter haben wir komplett übersehen, also ich habe ihn zumindest übersehen. Yippie, Party! Oh, da erkenne ich das leichte Grün von harter Gammastrahlung in dem Jakob. Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Das glaube ich dir sogar gerne. Und ganz ehrlich, ihr Entwickler, wer soll denn darauf kommen? Gut, das ist eine Mutation. Wir haben unsere Pfeile genommen und... Wuschel, brauche ich dafür nicht einen CE-geprüften Strahlenanzug? Ich froh, Bernd, du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurze Arme für Abstand. So, ein Häufchen Plutonium habe ich. Nicht gerade beruhigt. Leider ist es heilig. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Nee. Ihr könntet euch an der Pfeile verletzen. Das ist der Fehler. Ja, ja. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Bist du voll aber angespuckt, dann gehst du wieder zu deiner. Oh je. Der erste zum Podium betriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutonium-Batterie zu. Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahre dann mal. Ja, komm weg, ihr Bernd. Ist das Ding sicher? Nein. Natürlich, Bernd. Sicher, wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird. Also nicht. Ja, viel Spaß. Ah, das passiert,
wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Okay, ich würde sagen, bis hier machen wir die Folge. Haben jetzt ein bisschen mit Plutonium rumgealbert zugegeben. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Bernd das Brot und die Möglichen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ciao, ciao.